Oh, bro. You really want to give me this car? Absolutely, man. There you go, bro. Thanks. Oh, yeah. Very nice. Let it go. Uh-huh. All right, brother. Yeah. See us later. Bye, brother. Get it. Thanks. So this automatic, and then if you, when you put your foot down here on the brake, yeah, the gear shifter is here. Okay, this is the dial. Okay, so once you press on the brake, then you can turn the dial and reverse drive everything normal. Hi, bud. All right. Hi, man. Let's go. Bye, bye. Hi, man. Montag und noch 6 Tage bis zum Wettkampf am Samstag. Es ist Peak Week, auch für mich. Mischa hat schon gestern angefangen zu laden und bei mir ist das heute der Fall. Ich hatte bereits ein Unterkörpertraining hinter mir. Wenn ihr so einen Wettkampf habt, dann schaut immer, dass ihr sicher eine Woche vor dem Wettkampf keine Beine mehr trainiert, wegen dem Blut, dass die Beine dann nicht zugelaufen sind am Wettkampf, damit die sich erholen können. Nach den letzten 3 Tagen, als ich wieder auf 1700 Kalorien war, bin ich nun sehr, sehr froh, heute wieder richtig essen zu können. 2800 Kalorien stehen dann an. Schaut mal, glatt wie ein Babypopo. Glatt wie ein Babypopo. Beine sind schon gemacht. Oh shit. Was ist die longest Session, what you had? Yes. Oh shit. Also ich bin mir ganz sicher, man holt sicher auf der Bühne vielleicht 0,5% raus, wenn man sich wirklich sehr, sehr gut rasiert oder wachsen lässt. Übrigens, ich finde das Shirt, das gibt es jetzt beim neuen im Shop bei probrowear.com. Ich finde es richtig nice. Hello, hello! Hey, nice car, brother. How was the drive, man? Yeah, good. Very nice. It's the sound. I like the sound. Yeah, I love it, man. Wie war das Training? Das letzte Unterkörpertraining? Ich habe Volumen reduziert, aber dafür die erste Übung Squats nochmal richtig gehittet, weil ich auch. Ich habe auch richtig gehittet. Ich habe es realisiert, wird erst in einer Woche sein. Am nächsten Montagmorgen werde ich wieder im Gym sein und meine Beine hitten. Oh, deshalb, Leute, eine Woche ohne Beine ist für die meisten ja normal, oder? Aber für uns ist es krass. Also von daher. Ich glaube, ich konnte auch beim Squatten nicht halbherzig rein. Ich bin auch 100% rein. Ich kann nicht halbherzig squatten. Ich bin leider 100% rein. Jetzt heißt es essen. Schaut mal. Eine schöne Bowl mit Reis und Bohnen. Die habe ich mir 2-mal gemacht. Und du bist dir auch gut am Geben. Ja? Sag mal, was hast du hier? Ich habe mir schon Karotten reingezogen. Es gibt hier Ice Cream. Yeah, nice. Oh, yeah. Was hast du? Wie viele Kalorien hast du? 3000. 3,1. Okay. 3,1 oder 3,2. Ich habe gestern schon angefangen. Ja, du, ich habe schon gesagt, du bist einen Tag vorher. Genau, ich kann mir jetzt auch erlauben, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wobei ich gestern Abend einfach nochmal so gedacht habe, ich bin schon verdammt groß. Und die wenigsten Coaches haben wirklich schon so einen großen Athleten gepiekt. Ich gehe schwer davon aus, dass ich morgen, wenn ich nochmal so leicht bin wie heute, weil ich habe heute nach meinem Refeed ja schon wieder Gewicht verloren. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich Fett verloren, trotz mehr Kalorien. Über das werde ich dann auch bald noch ein paar richtig gute Videos bringen. Aber Tatsache ist, es braucht lange und ich bin lieber vorsichtig. Und deshalb habe ich schon am Sonntag angefangen mit dem Laden Frontloading. Das einzig wahre Laden für mich. Und ja, deswegen checkt auf jeden Fall die Videos ab, die kommen. Tut gut. Gibt's was Besseres als einen richtig harten Kaffee hier
nach einem guten Meal. Also Bro, wir haben ja, ich muss mich langsam, ich muss mich mal ein bisschen revidieren hier, wir haben ja den Cold Brew Hype so ein bisschen ausgelöst. Starbucks hart gehypt, also nie irgendwie ohne jetzt einen Hintergedanken zu haben, das war natürlich jetzt wirklich immer nur ein Spaß, aber ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt alle Cold Brews durch und ich bin jetzt nach 10 Wochen Amerika auch mit den Cold Brews wirklich langsam durch. Wir haben alle getestet. Und zwar, ja, wir haben alle getestet und jetzt, seit ich hier wieder diesen warmen, heißen, geilen Espresso aus einer Maschine bekommen habe, das hat mich gerade erinnert an meinen Espresso zu Hause und es ist einfach schon was richtig Schönes. Ich freue mich wieder auf mein kleines, doppeltes, ja, Tässchen jeden Morgen. Und ja, das hier, richtig geil. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Espresso-Fan gewesen. Ich habe auch immer noch ein Espresso zu Hause. Aber ich merke halt einen richtigen Unterschied, wenn ihr richtige, frische Bohnen habt und der frisch gebraut wird. Das schmeckt mir, ich schmecke da nochmal einen Unterschied, das schmeckt mir besser. Bro, übrigens, ich habe gerade die Tickets bekommen für die Olympia. Sehr geil. Leute, im Game. Wieder zur Olympia. Mit Profuel. Profuel ermöglicht es uns, zur Olympia zu fliegen, letztes Jahr noch auf eigene Kosten, dieses Jahr gesponsert von Profuel, um für euch die gesamte Meisterschaft dort zu dokumentieren. Die Physik-Tickets werden wir jetzt noch gucken, dass ihr dort noch Backstage-Bereich bekommt, damit wir mit Jeff Sade etc. noch so ein bisschen vloggen können. Alles andere wird jetzt noch organisiert. Ja, und das ist auch wieder wird ihr auch. Und deshalb ist es jetzt auch wieder jetzt schon wichtig, jetzt bereits wichtig, dass ihr wieder uns schreibt, was müssen wir priorisieren? Wollt ihr Trainingsvideos sehen im Metroflex bei City Fletcher? Ist es euch lieber, dass wir wieder mehr Party machen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann schauen wir. Übrigens, riesen fettes Dankeschön für das ganze Feedback zum DEXA-Scan. Ja, ist richtig gut angekommen. Science-based. Ja. Und wie sieht es bei dir aus, wie fühlst du dich bis jetzt? Ich fühle mich richtig gut jetzt gewachsen, weißt du? Ja. Ich fühle mich wie ein Delfin. Ich habe eine Haut wie ein Delfin. Ich habe wieder geditscht, Leute. Meine Mutter hat mir empfohlen, nicht zu wachsen. Ja, hast du geditscht? Weil ich es noch nie gemacht habe und sie hat gemeint, sie hätte letztes Mal eine allergische Reaktion gehabt. Das ist nicht gut. Außerdem haben wir die letzten Tage ja richtig viel produziert und ich wollte die Haare einfach nicht mehr wuchern lassen. Ich wollte in Top Shape sein für die Videos und deswegen war es mir ein bisschen zu schade. Wir haben keinen Speicherplatz mehr, Bro. Tja, müssen wir löschen. Cut! Zürich Las Vegas, reingebucht. Sehr gut. Nachher sind wir noch eine Woche in L.A. Wir haben dort noch to do. Das schwarze Gold. We are going San Francisco. Ja, yes, am Mittwoch fahren wir nämlich von hier ab. Wir gehen die Julia holen, sie landet in San Francisco. Woo! Mein Baby kommt. Hey. Und dann fahren wir von San Francisco. Schaut mal. All the way up, all the way up, all the way up zu Sacramento. Wir fahren 2 Stunden. Dort kommt dann auch die SAR. Das heißt, wir sind beide mit unseren Ladies dann am Wettkampf am Start. Woo! Und dann drehen wir voll durch am Samstag. Wir rocken dort alles, was geht. Also wir rocken alles. Wir gehen. Ja. Wir haben dann gut essen. Wir haben ein paar gute Sachen geplant. Und dann sind wir noch 3 Tage in San Francisco. Wir fahren dann nämlich wieder zurück nach San Francisco. Und San Francisco ist eine wunderschöne Stadt, schreibt unbedingt dorthin, was man dort machen kann und was ihr dort sehen wollt. Wir werden 3-4 Tage, so gut es geht, alles Mögliche sehen und machen und dann geht's nach Miami und dort ein bisschen relaxen und den Geist ein bisschen runterfahren, Mann. Ich sag's euch, Mann. Ich habe gehört, dass wir in San Francisco 3 Tage lang uns durch die besten veganen Restaurants testen werden. Das habe ich auch gehört. Ich habe auch gehört, Bro, sorry, dass ich in Miami im Oktober für die Pro Bowl Classic und dann die WNBF in L.A. auch wieder fit sein muss. Weißt du das, Bro? Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Reiser. Ich werde Sie als persönlicher Wettkampfcoach durch diese sehr schwere Phase begleiten, Ihnen zeigen, wie Sie das machen. Sehr wichtig, erste Woche Kopf komplett frei, danach wieder rein, richtig schön reinbrettern das Zeug. Aber Monsieur, du weißt selber, wie das ist. Es ist nicht so einfach mit diesem Kopf. Du machst so lange eine Diät und essen und dann du kommst in Restaurants und du einfach durchdrehen. Aber Herr Reiser, genau deswegen müssen Sie vom anderen ins andere Extrem. Weil sonst, in dieser Zwischenphase, Sie sind verloren. Sie fangen an, MyFitnessPal zu tracken, nicht gut. Eine Woche MyFitnessPal-Verbot, Sie löschen diese App.
Sie werden in der Schweiz ankommen, direkt wieder on track gehen. Nach 2 Wochen Form ist wieder gut. Sie können gar nicht so viel essen. Haben Sie keine Sorge, Reiser. Ich werde Sie begleiten. Sie werden in Miami noch eine bessere Form haben als jetzt. Ich verspreche. Garso, ich muss eine bessere Form haben. Ich muss den Brosep schlagen. Den Brosep in Miami. Wie bitte? Sie wollen Herr Brosep schlagen? Dieser Mann macht Oberkörper, Unterkörper seit 2 Jahren. Das ist natural nicht möglich. Jeder im Internet sagt, das ist natural nicht möglich. 2 Jahre lang, Herr Reiser, das wird sehr schwer. Da müssen wir noch mal gucken. Neuer Morgen, neuer Formcheck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht zufrieden. Es ist oben rum immer noch alles sehr flach bei mir. Ich bin auch nicht schwerer als gestern. Das heißt, diese 400 Gramm Carbs, die ich mir jetzt die letzten 2 Tage gegeben habe, das ist für mich ein Joke. Das heißt, es geht heute hoch auf 450 Gramm Carbs. Ganz klar. Es ist zwar erst Dienstag, das muss man auch beachten. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass es nicht reicht, aber ich möchte doch spätestens am Donnerstagabend sagen können, dass ich einigermaßen voll bin, damit ich dann auch von dort aus nicht mehr groß mir Sorgen machen muss. Weil überladen, das wird schwer bei mir, bei meiner Größe, bei meinem Gewicht. Das ist fast unmöglich. Und ihr seht, das Fett, das ist easy weg. Also ich fühle mich überall fettfrei. Meine Beine sind richtig hart. Ich gucke sie nochmal an. Anderes Licht nochmal. Hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Bro, wir laden mich fast nicht wirklich. Schau mal das Foto an von gestern auf Instagram. Schau mal das Foto an von gestern. Damn. Was ich geladen habe, erster Tag vom Laden. Ja, aber das sieht noch nicht geladen aus, Bro. Das sieht anders aus. Kommt jetzt lang. Aber du siehst richtig gut die Cuts. Aber das wird noch besser aussehen, ja, Bro. Ja, klar, es ist ein Tag laden. Also einen halben Tag laden. Das ist die letzte Ladung Cold Brew, die ich mir hier reinziehe. Nochmal den Chamäleon geholt. Jetzt wird ein bisschen gearbeitet. Danach geht's ins Gym. Heute wird Oberkörper zerstört, aber nur zu 80% und auch nicht 3 Stunden, sondern eher so 90 bis 120 Minuten mit Nick ein bisschen durchpumpen. Ich bin mir jetzt gerade hart am Überlegen, ob ich mir was reinziehen soll, was Kleines zu essen. Ja, ich werde mir was Kleines reinziehen. Ich glaube, ich muss mir jetzt was Kleines reinziehen, sonst wird es nichts mit der Form. Ich glaube, das ist das erste Frühstück, das ich mir reinziehe seit 4 Monaten oder so. 60 Gramm Plantain lege ich jetzt hier drüber. Einen kleinen Schluck behalte ich mir noch. Guten Appetit, danke, Bro. Blueberries, Bananen und Maisflakes auf Empfehlung von Bro. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe gesehen, sie haben Fruchtzucker drin. Aber... Hast du mir mitgelassen, du Dummer? Ich habe dir natürlich noch übrig gelassen, aber nur 3 Gramm auf eine Serving, das heißt auf 10 Gramm, auf 100 Gramm 10 Gramm Fruchtzucker, das ist noch okay. Wobei ich wirklich empfehlen würde, Leute, schaut, dass ihr nie irgendwelche Produkte kauft, die isolierten Fruchtzucker drin haben, weil isolierter Fruchtzucker, das ist nebst Transfetten etwa das Schlimmste, was ihr euch reinziehen könnt. Einfach so als kleiner Tipp, weil, ja, lest mal nach, das Zeug wird in der Leber abgebaut und ja, wir wollen ja den gesunden Lifestyle leben. Ich mache mir eine Müsli. Ich mache mir auch eine Müsli. Ich mache mir eine Müsli. Eine feine Müsli. Ich sage euch eins, Mann. Essen macht glücklich. Laden macht glücklich. Oh, I love it. Snappy Cherry. Oh yeah, Leute, ich weiß, ich sag's immer wieder, aber ich muss noch was Kleines sagen. Ich habe jetzt auf Italienisch umgestellt. Mein Snapchat ist jetzt 100% Italienisch. Ist natürlich ein kleiner Spaß, aber jetzt ohne Scheiß, ich mache momentan Snaps auf Englisch, einfach weil ich sehr viele Leute hier habe, die es interessiert. Ich hoffe, es geht für euch auch klar, Leute, hier. Seid ja zum Glück alle schon sensibilisiert durch unser Denglish, Bro. Was ist passiert? Ist es eher eine Qual, sich das Teil zuzubereiten, oder ist es eine Freude? Weil ich selbst habe in diesem Humus-Video von uns, Bro, das ist Kult geworden.
Ich schwör's, ich hab's selbst gesehen. Ich hab diesen. Wir haben diesen Löweninstinkt, Mann. Das ist richtig. Klar, so. Also das Licht hier drin ist so richtig dreckig. Nicht nur das Licht, Bro, auch die Küche. Ich freue mich so hart. Ich freue mich so hart auf die neue, auf die neuen Cams. Eventuell bald sogar mit einer Spiegelreflex unterwegs. Ja. Und was mischst du dir hier alles Schönes rein? Erdbeerchen? Erdbeerchen, ein bisschen Berries. Und dann habe ich mir Mandelmilch rein und dann Plantain und dann Cornflakes und dann wird das schön gut. Weißt du, das wird schön so ein bisschen eisig, nicht flüssig. Ich mache das so im Acai-Bowl-Style, Bro. Ja, ich weiß. Du machst es ein bisschen aufwendiger als ich. Du bist da noch ein bisschen mehr Pro-Bro Kitchen-like. Bei mir muss das Essen halt schlussendlich immer gut schmecken. Deshalb bei mir gab es Zimt rein, habt ihr gesehen. Bisschen Banane, ein bisschen Blueberries. Was es heute ganz bestimmt nicht mehr gibt, ist dieser verdammte Scheiß Hummus, Bro. Nee, ich habe jetzt 10 Tage lang Hummus gegessen, Leute. Und mein Körper ist definitiv kein Freund von Kichererbsen. Ich muss es noch ein letztes Mal an mir selbst testen, aber er schafft es auch nach 10 Tagen nicht, die Enzyme anständig aufzubereiten. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich den Hummus immer direkt nach Früchten esse und sich dadurch gewisse Gärprozesse im Magen nicht ausschließen lassen. Bro, Mann, ich konnte einmal fast nicht schlafen, Mann. Du hast mich geweckt. Im Schlaf hast du mich geweckt. Ich so, was brennt's hier, Mann? Ja, es war schon asozial. Das erste Mal, als ich Hummus gegessen habe, war bei meiner Freundin und auch für sie war es nicht schön. Also an dieser Stelle auch sorry an dich, Baby, sorry. Und ich will auch gar kein Geheimnis drum machen, Leute. Nicht jeder kann mit jeder Art von Hülsenfrüchten umgehen. Und hier ist auch schon der, hier ist auch schon der Chief. What's up? Woo! Mr. Barestatics. You know it, baby. Wir werden nämlich heute mit ihm ein bisschen drehen. Wir werden jetzt ein kleines Oberkörpertraining machen. So ein bisschen showmäßig. Wobei ich sagen muss, ich habe schon Bock zu trainieren. Aber hat einfach keine 3 Stunden Trainings mehr. Die sind jetzt vorbei. I see you eating, man. Wir werden jetzt heute easy peasy gut 2 Stunden durchfilmen. Posing Workshop werden wir machen. Werden wir auch ein bisschen dokumentieren. Und dann, wenn wir noch Zeit finden, gucken wir uns noch San Jose an. Das würden wir euch auch sehr gerne zeigen, weil San Jose ist sehr, sehr historisch. Hier gibt es viel zu sehen. Oder auch nicht, je nachdem. Eben Google ist hier. Wir haben eine neue Drohne gekauft, die müssen wir noch testen. Er hat eine neue Drohne. Die fliegt uns nach. Habe ich gehört. Ist es die hier unten da? Das ist die da, hä? Ja. Bro, was ist eigentlich mit der alten Drohne passiert? Willst du das unserer Community beichten? Willst du? Leute, wollt ihr... Bei 1500 Kommentaren werde ich es beichten im nächsten Video. Kommentaren? Nein, sorry. Likes. Ja, Kommentare. Ja, bei 1500 Likes werde ich beichten, was mit der Drohne... Das ist ja easy. Leute, das ist ja easy. Also diese 1500 Likes, die leisten wir uns, Leute, weil ich sag's euch... Er hat es mir erst selbst gestern gesagt, das ist ja der Joke. Ich habe es auch erst selbst gestern erfahren, was mit der alten Drohne passiert ist. Und das ist einfach... Hey Nick, are you ready? Oh man, it's gonna be a good day. Man. Hey, it's gonna be a good day, huh? No stress, bro, okay? You see how happy they are. Yeah, they now, food. Now we're coming back, huh? Ja, Leute, ihr kennt uns gar nicht mehr so, it, man. Wir haben es schon vergessen. Wir haben es selbst schon vergessen. Woo! Woo, 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 woo. So, ich mach mal Schluss hier. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ja. Wir sind langsam knapp dran mit der Infusion in deiner Familie. Das hast du der Julia gesagt, du musst den ganzen Stack wieder mitbringen. Du musst den ganzen Stack mitbringen, sonst sind wir am Arsch, Mann. Ja. Let's go, Bro. Komm. Let's go. Wir sehen ein bisschen aus wie Power Rangers. Wie moderne Power Rangers. Hey, geh noch zumachen da. Not forgetting. Oh yeah. You think we got enough camera? Whoa, shit. A lot of camera equipment, huh? Not at all. Woo! Big day. Me and my invisible friends. Übrigens, ihr habt abgestimmt, die schwarzen oder die lilanen Posing Trunks und es haben eindeutig mehr für die lilanen gestimmt, also für die violetten, vor allem die Ladies, Bro. Wir haben viele Ladies gestimmt. Ja, ist krass. Das ist auch gut, weil die ProBro Lady Collection ist in den Startlöchern, genauso wie die neue ProBro Wear Collection. Aha. Und was ich auch noch sagen will, ich wollte ja eigentlich auch einen exotischen Posing Trunk kaufen, aber es gab leider die Farbe grün nicht. Du wolltest den grünen kaufen. Ich weiß, ich hab's gevloggt, Mann. Ja. Du wolltest den Vegan Ninja Warrior spielen. Ich kann jetzt heute noch mal kurz Nick fragen, vielleicht weiß er noch eine Adresse, weil Posing Trunks, das ist ein Markt, Leute, der ist übelst unerforscht. Wir sind jetzt ja gerade selber dran, für unsere Athleten, für die ProBro Classic zu gucken, dass wir dort einen Ort finden, wo man das Zeug bekommt, weil
Es ist ein begrenzter Markt. Ja, ich habe auch jedes Jahr Mühe gehabt, diese verdammten Posing Trunks zu finden. Und Wir werden schauen, dass wir einen guten Link machen können für all die Athleten, die bei der die Purple Classic starten, auf jeden Fall. You get like a... Schau mal, like Bro, a, das ist like nicht a, gut. That's not good. That's not good at all, man. 5 o'clock. Thursday, 5 o'clock is the polygraph test, but we can switch. I'm very flexible. Okay. Okay, well, I'll tell you what. Why don't, let's see. Let me call him. I'll call James back and just talk to him and tell him what the time schedule is, just because, We will bring the natural bodybuilding to another level, brother. Promise. Beautiful, beautiful. Love to hear that. So you guys are staying at the event, the host hotel, right? No, actually, we took an Airbnb just to cook and everything. Okay. Sehr gute News, sehr, sehr, sehr gute News. Und zwar haben wir gerade eine Bestätigung bekommen von Game Changers Team. Das sind die Leute, mit denen wir vor einem Monat in Gold's Gym gefilmt haben für den Film, für den James Cameron Film. Und zwar werden sie am Samstag unseren Wettkampf dokumentieren für den Film und das Ganze wird dann im Film zu sehen sein. Das ist natürlich für uns eine absolute Ehre, eine absolute Freude, weil das war auch the bigger picture. Das war immer in unserem Kopf. Ich sag's mal, nicht nur unser Training dort in diesem Film dabei zu haben, sondern vielleicht sogar den Wettkampf. Jetzt kommt die ganze Crew am Samstag für uns, Bro. Was sagst du dazu? Ich sage, let's make it happen und wir werden sehen. Yes. Bro, hast du Shakers? Shakers sind nach vorne. Gut. Yeah, Bro. Very nice. For you. Wir müssen oben die Cam immer schön aufladen jetzt. Wow. Gut ausgerüstet. Oh yeah. Wow. Work, baby. Hey, these are my friends from Switzerland. Hi. Hi. This is Pat. Nice to meet you. This is Misha. This is Elena. Hi, Elena. I saw you guys. Yeah? I have you Instagram. Aren't you guys like all natural vegan bodybuilders? Yeah, that's weird. Nice. Yeah? Are we looked as big as in Instagram? Yes. Yeah? We look? Yes. Yeah, we are flat now. Even better in person. Yeah, so, wow, yeah. Nice. Thanks. Thanks for this camera. Look, cook this mom, bro. So what we're getting here with this kind of camera is we're getting more of a cinematic look. Yeah, it's so nice. You pull focus, see how it's a slow pull focus. You're gonna come into focus here, right? And you get a very flat image at first, and then when you edit the video in your programs, you pull more color out. You can bring more colors in with the program. Whereas with a regular camera, you don't get the editing options with the color. I see. It requires a lot more. Pro equipment. Yes, yeah. So how much is this camera? This one's about 4,000. Wow. So this 4,000K. About 4,000 just for the camera. Giant. Oh shit. Oh yeah. Do you have insurance about this camera? Oh, of course. Yeah, you have it? Oh, of course. Absolutely. Bam. You going next? Yeah. Okay. Ready? Okay. Ready? Ready, hit it. Hit it, bro. Oh, shit. Nice. Ich muss euch was gestehen. Ich muss euch was gestehen, Leute. Ich habe es jetzt wirklich 5 Monate ohne Bro-Meals geschafft. Ich habe nie irgendwelche Tupperwaren mit mir rumgeschleppt. Immer safe im Start gewesen, aber ich muss mir jetzt einfach die verdammten Bromies für die letzten Tage machen, wenn wir hauen morgen früh hier ab. Und deswegen habe ich es jetzt aus Convenience-Gründen gemacht. Ganz einfach hier ein bisschen Bohnen, Reis. Jetzt kriege ich noch ein bisschen Gemüse rein. Es kommt jetzt direkt aus dem Mikro. Mega gut. Bam. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, Mikrogemüse ist auch nicht mein Favorit. Aber manchmal muss es halt einfach schnell gehen. Deswegen habe ich mir vorhin auch direkt 2 Servings Eiscreme wieder reingezogen. Einfach um cool zu werden, versteht ihr? So nach dem Training noch zu kochen, ohne cool zu sein, das ist das Allerschlimmste. Deswegen ziehe ich mir immer direkt was rein. Ich finde dieses Clean Eating, das sage ich ja immer wieder, Leute, zu clean eaten. Wenn man sich nur noch auf das versteift, dann kann man sich auch selbst bumsen. Und deswegen muss es jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Wenn man natürlich einmal pro Woche vorkocht, für die ganze Woche, wie es zum Beispiel jetzt der Nick und seine Frau machen, finde ich es noch okay, weil dann hat man am Morgen seine Meals, man nimmt sie, aber...
spart Zeit, aber sonst, so im Allgemeinen, habe ich einfach das Gefühl, dass die meisten Leute sich damit gar keinen Gefallen tun, unflexibel sind, aber wie gesagt, wir sind jetzt in der Peak Week, wir wollen nichts anbrennen lassen, wir wollen kein Fett irgendwo drin haben und ihr seht, Leute, ich fülle langsam aus, die Ice Cream kommt schon gut rein jetzt. Boah, damn. Jetzt gibt's hier die Prep. Patrick ist jetzt eher auch am Fiesten, zieht sich's auch rein. Oh yeah. Hot Sauce auch immer noch am Start. Ab morgen wird bei mir auch ganz klar das Gemüse reduziert. Also mit steigenden Carbs auch direkt das Gemüse reduziert, weil ich das Volumen ja nicht mehr brauche. Ich Reis und Bohnen um einiges befriedigender finde, als es irgendwie so ein 2 Kilo Gemüse zu essen, was dann schlussendlich auch 50, 60 Gramm Carbs hat. Das ist momentan in der Peak Week meine Carbquellen Zucker in Form von Früchten, Eiscreme, Mais habe ich mir heute reingezogen, Maisflakes, die waren auch ganz legit. Proteinquellen, eigentlich nur noch Plantain und Linsen. Du ziehst dir, glaube ich, nur noch Plantain rein jetzt in der letzten Woche. Und noch ein bisschen, ja gut, das sind vielleicht 20 Gramm, 30 Gramm Proteins, also... Ja, ich hab auch Protein drin, wenn du das so sehen willst. Ja. Aber Hauptquelle momentan... Also du säufst jetzt hier mindestens 5 Shakes pro Tag, oder? Ja. Ja, das heißt auch hier bei mir auch nur noch 100 Gramm Linsen pro Tag zurzeit, weil ich einfach eben die Carbs zu 100% aus den Starches haben will. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Fette ziehe ich mir meistens hier diese... Richtig, richtig geil, Leute, ihr wisst, die gefeierten Coconut Almond Chocolates rein, weil die haben das perfekte Fettprofil. Wir haben Kakao, Kokosnuss, wir haben Mandeln drin und wir haben Karamell drin, noch für die Carbs, also auch hier wieder ein bisschen Zucker. Hey, ich habe Freude an der neuen Drohne, ich nenne sie Lilly. Ja, Mann, ich nenne sie mit Julia zusammen Lilly, weil wir haben schon die alte so genannt. Aber ich kann leider noch nicht sagen, was mit ihr passiert ist. Außer es sind 1500 Likes. Und die... Oh. Hey Leute, die Hunde. Die Hunde machen uns hier fertig. Ja. Die sind ständig wegen jedem Scheiß hier am Rumbrüllen. Die machen uns richtig hart fertig. Aber wir sind ja nicht gereizt in der Wettkampf. Nein, wir sind nicht gereizt. Ruhig und easy. Ist gar nicht schlimm, Bro. Ist gar nicht schlimm. Ist eigentlich gar nicht schlimm. Eigentlich schon. Aber was soll's. Ja, was soll's. Der Punkt ist der. Es gibt sehr viele Funktionen von dieser Drohne, die werden wir nachher mal testen. Und check mal das ab. Eine ganz geile Funktion. Einmal drauf, zack, und die Propeller sind an. Die sparen also schon mal Zeit. Dieses kommentiere Kommentare, Mann, das ist ja, episch, Mann. Schau mal unsere Augen an. Schau mal unsere verdammten Augen an. Hey, wir sind so kaputt. Aber schau es dir an. Ja, ich hab's gesehen. Ich sehe schon, weißt du, meine Mutter. Ja. Meine Mutter hat mir schon geschrieben, ja, sie sieht, dass es mir, ja, dass ich kaputt bin aufgrund von meinen Augen bei den Instagram-Posts. Und das ist tatsächlich so. Also es war jetzt nicht mehr gesund. Jetzt geht es natürlich wieder bergauf in der Peak-Woche. Aber es war wirklich nicht mehr gesund. Das muss man ganz klar sagen. Und das habe ich schon auch ein bisschen abgefuckt. Oder in diesem Moment, wo du realisierst, dass du eigentlich deinem Körper nichts Gutes tust, auch deinem Geist, logischerweise, weil Körper, Geist, die sind miteinander verbunden. Geist gibt vor, Körper führt aus wie ein verdammter Soldat. Und wenn du an diesem Punkt bist, wo du das merkst, das tut weh. Ha? Das tut weh, oder? Bro, wir haben es geschafft, Mann. Ich bin so froh. Ja, wir haben es noch nicht geschafft. Am Samstag kommt es drauf an. Und da geht es für mich noch weiter, aber Step by Step. Step by Step. First Step. Verdammt. Verdammte Drohne, Mann. Ey, geh mit los. Yep. Hast du schon geduscht? Nein, no, Bro, ich habe nicht geduscht, ich habe eine französische Dusche gemacht. Nah, du ja, aber wir haben auch gar nicht groß geschwitzt. Du siehst ja, ich habe nicht groß geschwitzt. Ja, aber trotzdem, aber sind wir gut, dann dusche ich auch nicht, Mann. Dann sind wir zusammen Sauhunde. Proper Sauhunde. Oh, sie duschen nicht mehr nach dem Training. Hey, ich finde es so krass, wir gehen immer in die Restaurants, ohne vorher zu duschen nach dem Training direkt. Wir benutzen keine Handtücher, nur wenn wir das Profil-Handtuch dabei ich haben. Ich sag dir jetzt etwas, jetzt kannst du mehr. Wir sind die größten Schweinehunde. Nein, ich sag dir etwas, du kannst auch Julia fragen nach deiner Frau. Also ich, bei mir ist es so, ich stinke nicht, weil wir vegan auch sind. Das ist so, weil wir vegan sind, das ist so. Bro. Das wird jetzt hat auch wieder was, ein paar Leute ja, nicht aber glauben. Ja, aber hat was mit dem zu aber, tun? Hey, schau mal, ich lecke meinen Schweiß ab. Ja, es ist süß. So süß. Und meine Freundin, Mann, oh mein sie Gott, ist auch Veganerin. Sie mein Schweiß. Alter, Mann, ich lecke ihren Schweiß vom Rücken, Mann. Und er ist süß, Mann. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, aber er ist süß. Und wenn eure Freundin mal süßen Schweiß habt, dann behaltet sie. Das ist ein sehr wichtiges Indiz, dass ihr die Freundin behalten müsst. Es ist so, Julia ist auch Veganerin und ihr Schweiß ist auch süß. Komm. Schaffen wir es noch. Vor dem Sonnenuntergang. Ich hab dich!
Bei Clean Food erwischt. Ich habe dich beim Clean Food erwischt. Bro, das Wort Clean Food gibt's in meiner Welt. Ja, aber die Leute wissen, was gemeint ist. Die Leute sind sensibilisiert. Was soll ich mir reinziehen, Bro? Fernglas hier. Ja, das werden wir heute auch noch testen. Fernglas, ich dachte, der kommt mit so einem kleinen. Oh, fuck. What does it cost? Oh, I don't know. My wife got it for my birthday a couple years ago. You told me telescope. I think, okay, yeah, you take a little. No. This thing is ja, Leute, jetzt wollen wir noch was sehen, oder? Ja, let's go. Jetzt haben wir wirklich, ich habe es jetzt gerade gesagt, wir haben die ganze Zeit hier eigentlich nur gegessen und trainiert und gearbeitet, Mann. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Fun hier in San Jose. Jetzt gönnen wir uns. Bro, jetzt gönnen wir uns. Hey Patrick. Way down here. Wow. Hast du den Akku dabei, Bro? Ja, der kann ich glaube hier auch. Der ist voll ausgerüstet. Nee, der Akku für die Camp. Für die Camp? Ja, für diese Cam hier. Nein, habe ich also, nicht. Also dann hole ich die jetzt noch kurz. Du hast mir gesagt, der ist doch. Digitalitos. Nick. Yeah. It was a good idea to come here. I already feel. No, right now I feel. Hey, he is a crazy driver. We drove up here in about like 20 minutes. Yeah. Had to make the fun side. Oh. So, ein bisschen kühl geworden hier. Yep. Hey, Bro, weißt du, was ich das Allergeilste finde? Wir sind 5 days out. Aha. Und machen immer noch so geilen Shit hier, Mann. Aber hoffentlich auch. Ich war letztes Mal an meinem Wettkampf. 3 Tage vorher noch im Ausgang. Ja, stimmt. Das Szenario, das ich im Kopf habe, war in der Wohnung, isoliert, so kenne ich die meisten, aufs nächste Meal am Warten. Und das ist genau das Ding, Leute, Mann. Macht das Beste aus eurer Wettkampfvorbereitung. Lasst euch nicht einschränken. Wir genießen jetzt hier die Sonne. Patrick fliegt die Drone. Phantom 4 is about to launch. In 3, 2, 1. Bro, hier grad. Er hat die Hose nass, Ananas. Und weg ist sie. Someone to hold her. Yeah, I told you these things when you came around. But you persisted like a lion, and I resisted, thought you were lying. Now we're standing in a dream, and I can't believe you left me. Ich liebe die Funktion hier. Ich liebe die Timelapse-Funktion. Einfach nur nice. Bro, Drohnen fliegen, ich hab Timelapse machen. Das ist eine gute Pro-Bro-Combo. Die Drohne lebt noch, Bro. Erstes Fazit zur Phantom 4. Ja, es ist geil, man kann einen Sportmodus reinhauen. Sportmodus, so geil. Fliegt dann ein bisschen schneller. Ja, wirklich. Okay. Und wir haben jetzt versucht, die Szene, oder besser gesagt, den Modus zu testen, wo man auf dem Handy antippen kann, wo sie hinfliegt. Und ja, das macht sie. Aber irgendwie hat es dann beim zweiten Mal nicht geklappt. Muss man jetzt auch mal drüber lesen oder ein Tutorial anschauen. Ich ziehe mir immer die Tutorials rein bei YouTube. Yes. So wie ihr beispielsweise sehen wollt, hey, was mache ich für einen Bizeps? Checkt ihr unsere Videos ab. Und wie ernähre ich mich vegan oder andere Geschichten. Und so checke ich auch immer alles bei YouTube ab. Genau. San Francisco. Wow, 7 rounds. Yeah, I hit, oh, seven. No. It's 7 rounds in 52 minutes. And a few of these were like these jumping jacks because we can't use jump ropes in here unless they bring their own. This is the sweat workout, huh? This is my sweat workout. Strength, CrossFit.
No, strength, weights, endurance, athletic training. Nice. 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 All the way up. You know how all many, the way down. How many I would do right now? No. Well, you know why? You know what it is? So you know what the best part of this workout is right here. These 40 air squats, being this, right? Gotta hit the elbows to the knee. Da scheint jemand right, sehr motiviert zu sein, uns das schmackhaft zu machen. Hat uns hier gerade überfallen und will uns hier gerade ihr Programm verkaufen. Patrick hat gerade ein bisschen eine Down-Phase. Und ich habe gerade ein bisschen Blähungen. Ich habe zu viel Gemüse gefressen heute wieder. Ich mix mir unter den Fraß zu hart durch. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt hier noch ein Posing-Update, gucken die Form an. Und dann werden wir und die großen Kühe habe ich noch gar nicht. Ich habe sie noch nicht geübt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Bro. Ja, Bro, sind wir mal ehrlich, sie werden nicht mal gewertet, die verdammten Kühe. Sorry, Leute. Sie werden nicht mal ausdenken, was wir haben. Ja, wir schauen jetzt mal, was Sache ist. Machen jetzt eine kleine Posing Routine. Und würde sagen, wir verabschieden uns auch schon wieder. Morgen geht's wieder weiter auf meinem Channel. Wir werden nach San Francisco fahren, Julia abholen, in Sacramento einchecken und die nächsten Tage für euch dokumentieren. Von daher bleibt dabei, Leute. Danke für den Support. Grüß aus San Jose. Kiss, kiss. Those other lights are supposed to be off, so I can grab. Say it, say it. So I can grab the. Meine letzten Kalorien. Einmal gekocht, zweimal gegessen. Oh, jetzt kommt was Hartes. Auf die bin ich gespannt. Hey Bro, das ist das harteste Rezept. Wenn wir den nicht in der Schweiz finden, dann muss ich schon dieses Jahr in die Staaten ziehen. Oh shit. Dann Kabocha Squash, also Kürbis. Auf 100 Gramm, 9 Gramm Carbs. Wow, das ist ich habe den jetzt 15 Minuten im Ofen gemacht. Das schmeckt wie Kartoffeln, hat noch weniger Carbs. Und das ist jetzt mein letztes Meal. Ich habe jetzt noch eine Banane. Hab mir noch einen Shake reingezogen, Plantain Shake. Und Leute, Mann, ich sag euch, das Kabocha, das ist das neue Ding. Ich hab's in die Hurensohn, in die HS Bowl gemischt gestern. Absoluter Ausnahmezustand. Gehen wir mal zum Probieren. Ich gebe dir direkt dein Live-Feedback. Ist es nicht hart gewürzt oder so? Aha. Oh shit. Was ist noch in meine Makros? Das ist easy low carb. Mhm. Geile Konsistenz. Gell? Mhm. Sehr geile Konsistenz. Macht dich satt. Ja. Was hast du genommen? Was waren das? 200 Gramm? 300? 400. Wow. Yes, Leute, das war's. Checkt die neuen Probro-Sachen ab jetzt im Shop. Ja, ist ein geiles Shirt. Und wirklich. Yes, gibt's in Grau. See you. Wir fressen jetzt los.